Mal was hier. Servus, ihr liebe Frankenthaler und servus, ihr liebe Leute, die das alles sehen, hören, mitsehen, miterleben müssen. Das nächste Lied wollen wir mal den Musikerkolleginnen und Kollegen widmen, die hauptsächlich ihren Broterwerb durch Live-Musik haben und jetzt so brutal ausgebremst worden sind. Das nächste Lied für alle Kolleginnen und Kollegen da draußen, es ist Shutdown in Flames. Shut down.
We'll be right back.
I do the bad boy boogie. Saugeil, der Stahlebu ist mal eben unten rumgerannt, aber da waren leider keine Kameras. Jetzt sehen die Leute halt auch wirklich, wo es mal ist, ne, vom Strohfest. Wenn man hinten steht, sieht man es halt nicht. Muss man ganz vorkommen. So, ihr bleibt natürlich schon daheim, kommt nicht ganz davor. Weil da geht es wieder ein wunderschönes Lied und jeder, der jetzt Lust hatte, darauf zu tanzen und mal einen Tanzkurs gemacht hat, den kann ich empfehlen. Auf dieses Lied kann man wunderbar Cha-Cha, einen Cha-Cha hinlegen. Bitteschön. Und wie heißt es? Cha-Cha. You cha-cha me. You cha-cha me all night long. Ihr seht, wir passen auf alles auf. Wir wechseln die Mikrofone. Ich habe ein eigenes Mikrofon. Hässliches. Ja. Meins ist hübsch. Das ist das Gleiche, junger Mann. Ich hab's. Okay. You shook me all night long, baby. We'll be right back.
awesome. Weiter geht's. Fliegende Wechsel der Mikrofone. Nee, hier gibt's nichts. Nee, bei dir ist schön. Das ist. Tequila. Alright. Ja, mach vier. Down payment blues. Thank you.
she wanna go. I'm living in a nightmare. She's looking like a wet dream. I bought myself a Cadillac, but I can't afford the gasoline. We'll be right back.
Live wild, live wild, live wild, live wild.
das sind natürlich nur Kräuter-Shots, die wir trinken hier. Kaule, Kräuter-Shots, immer schön, 2 Meter, gell, 1,50. Ja, weil die waren eigentlich all für den Peter, aber jetzt Prost auf euch, schönes Strohfest. Ingwer-Tee. So, Ingwer, ja genau, schönes. Muss man immer aufpassen, dass man nicht in das Schnapsglas spricht. Das Mikrofon. Ja, dann haben wir noch ein schönes Lied dabei. Ja, das ist Stimmung hier. Ganz Back in Black kommt jetzt. Also wenn das immer so wäre, dann müsste man da mal technisch was ändern. Hätte aber auch was von Vorteil, muss ich ehrlich sagen. Du Mensch, das Mikrofon stinkt, als wenn ich so neu singe. Es mag dem Satsiki geschuldet sein. Also. Alright. Okay. Was? Yeah. Ja. Yeah.
Thunderstruck. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich so zu spät? Soll das heißen? Ja, ihr Leute, mit High Voltage ist Schluss für heute. Ja, wir haben jetzt noch einen Song und wir können auch, wir haben die absolute Genehmigung, ein bisschen länger zu machen, wenn es auch nur 2-3 Minuten sind, weil Grabowski hat ja schon quasi das Ding im Kasten. Das, was ihr heute hier hört von High Voltage, war, wie es dem einen oder anderen mit Sicherheit nicht entgangen ist, live. Live Strohfest at Home. Was ein Mist. Wir hoffen natürlich, dass nächstes Jahr das ganz anders ist. Obwohl, die Herfahrt war für mich genau das Gleiche. So rund 3:30 hier nach Frankenthal fahre, aber diesmal relativ entspannt. Ein Parkplatz klingt endlich natürlich. Endlich war pilzig. Ja, ich wollte auch mal einen Hauch von... Ein Hauch von meiner 4-5 Schulklassen. Ja, genau. Dings. Mhm. Okay, das nächste Lied. Bist du bis in die Viertklasse gekommen? Ja? Heißt, so wie immer, bei High Voltage. High Voltage Rock'n'Roll.
Gitarre Joachim Kaul.
Mr. James Hütter. Gitarre und Gesang, der wahrscheinlich beste Gitarrist aus Weißrem, Wundepackers, Peter Stahl! Und, ja, ich muss das jetzt ja so rummachen, weil... ja. Und am Bass für euch, liebe Strohhoffest-Gemeinde, wie immer bei High Voltage, aus Frankenthal, Mr. Willy Braun. Unser Rowdy, die Schleifer. Das war High Voltage Rock'n'Roll. Barfüßig.